willst dein Scharnier oder Beschlag einlassen, aber von Hand wird's einfach zu unsauber? Dann schau jetzt genau hin. Du brauchst ein Reststück MDF. Das passt du auf die Länge deines Scharniers an. Dann brauchst du noch zwei kleinere Stücke. Diese dienen als Seitenbegrenzung und werden an der Breite des Scharniers ausgerichtet. Dann alle drei Teile mit Sekundenkleber zusammenkleben. Die Vorrichtung kannst du jetzt auf dein Stück Holz kleben oder zwingen, in das der Beschlag eingelassen werden soll. Jetzt brauchst du einen Bündigfräser mit Anlaufring. Dank der Vorrichtung kannst du die Tasche passgenau fräsen. Die Ecken lassen sich easy mit einem Stemmeisen nacharbeiten. Jetzt kannst du dein Scharnier, Beschlag oder Möbelband einlassen. Passt perfekt, garantiert. Für mehr Tipps und Tricks, Kanal abonnieren.